Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Scam-Voucher mit unserem Alderle. Schön, dass ihr wieder reinschaut, meine Lieben. Hier geht's weiter beim Designer unseres Lebens. Ich habe jetzt kurzerhand dieses Gebäude zum Notverlager erklärt. Ich werde hier hauptsächlich Kisten drin haben und Zeugs lagern. Vielleicht sogar Sachen, die wir nicht allzu oft brauchen. Da drüben geht's natürlich weiter. Ich habe übrigens auch mal die ersten vier Treppen an die Foundations geknallt. Gar nicht billig, aber schön. So, die werde ich fertig bauen. Dann kommt noch eine weitere hier ran. Dann geht's rechts rüber. Eine größere Plattform hin und hier lädt es auch tatsächlich besser. Also ich habe da offensichtlich genau den Punkt erwischt. Hier werde ich tatsächlich nochmal eine Hütte draufsetzen. Ich weiß nicht, ob die große, vielleicht schauen wir uns auch mal die mittlere an und das wird dann so das Haupthaus vom Alterle. Da können wir dann auch ein bisschen mit Stühlen was machen, ein paar Kleinigkeiten. Hier außen wird so ein ganz kleiner Übungsbereich zum Schießen entstehen. Dann natürlich noch Wachtürme, eins nach dem anderen. Also Notfalllager, weil es halt eben tatsächlich eine ganz, ganz extreme Performance zum Teil hat, bis der Flughafen geladen ist. Und manchmal ist es so, dass ich einen Schritt weglaufe, dann geht es kurz. Sobald ich wieder reinlaufe, lädt er wohl wieder nach. Blöde Stelle erwischt. Die zweite Kiste ist in der Mache. Die erste Kiste, die habe ich bereits fertiggestellt. Und aktuell habe ich hauptsächlich hier so ein paar Waffen mal reingelegt, dass das Sperrgut mal wegkommt. Was ich jetzt machen will tatsächlich heute, ist aber nicht weiterbauen. Das mache ich so parallel, zimmer ich das jetzt immer Stück für Stück an. Ab und zu kommt auch mal eine Folge, wo wir gemeinsam Holz holen. Aber heute möchte ich einen Ausflug machen. Ich habe schon alles Mögliche vorbereitet. Ihr seht hier Schießpulver, Bleiblatten. Dann habe ich noch so eine Toolbox. Ich habe Shotgun bzw. Schrotpatronen drin und so weiter. Wir gehen heute Munition machen. Mal gucken, wie sich das angeht. Des Weiteren habe ich hier jetzt festgestellt, dass ich einen Gewehrskill habe. Den will ich mal gucken, ob ich den auch übungstechnisch hochbekomme. Ich will einfach mal mit der Pump-Action ein bisschen was machen. Und ich glaube, ich muss hier aufsteigen und ich muss hier im Überlebenstraining, also im Survival, aufsteigen insgesamt, damit ich überhaupt Munition herstellen kann. Ich kann nämlich nur diese Patronen, die 9 mm, machen. Haben wir aber eine 9 mm, richten wir uns ein paar Patronen für den nächsten Ausflug, die bauen wir heute. Und dann hoffe ich, dass ich das hier irgendwie freigeschalten bekomme. Wäre echt schade, wenn nicht, weil man muss ja beim Charakter erstellen schon wohl drauf achten, ne? Kann ja mal einer einen Tipp geben, ob ich die Chance noch habe, so wie der Alterle jetzt dran steht, mit viel, viel Schießen und Craften, dass ich die Skills noch verbessert bekomme. Was ich jetzt aber noch machen will, bevor wir gehen, es gibt drei Schießübungsteile und ich will mir das kleinste schon mal aufbauen. Ich könnte auch die größeren bauen, aber wir brauchen die Mats gleich zum Craften von der Munition. Und dann machen wir einen kleinen Ausflug an die Werkstatt, die wir die Tage gefunden haben und dann hintenrum nordöstlich, nee, südöstlich fahren wir dann wieder nach Hause. Da kommen wir dann nochmal an der Polizei vorbei. Da nehme ich mir dann auch nochmal ein bisschen Loot mit. Dann werde ich wieder ein bisschen bauen und dann machen wir einen riesen Ausflug. Hier an den ersten größeren Spot, den ich jetzt noch so im Hinterkopf habe. Ich hoffe, dass wir da überleben werden. Schauen wir uns dann alles an. Also es gibt genug zu tun. Wir sind erstmal noch eine ganze Weile dabei. Jetzt pass auf. Ich gehe ins Inventar. Die zweite Axt, die ist auch schon zur Hälfte durch. Ja klar, ne? Der Herr Alderle hat ja mal ganz kurz ein paar Treppen gebaut und wups, ist das Werkzeug durch. So, dann schauen wir einfach mal. Das hier habe ich zum Essen. Das werden wir jetzt gleich mitnehmen. Ich hoffe, dass ich... Er ist schon wieder super schnell unterwegs. Ich muss langsam laufen, sonst kriege ich die Baumstämme hier nicht vor. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Jetzt läuft es gerade ganz gut. Da kannst du auch mal hier rüber. Ich muss halt immer wieder drauf gucken, ne? Das ist eine Sache, da muss ich so voll konzentriert sein, dass ich die Baumstämme hier erwische immer. Siehst du, jetzt sind sie wieder irgendwo hängen geblieben. So, eins, zwei, drei, vier. Schrittle rüber und dann einfach schnell Abfolge. Bams, 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 bams. So, wie viel fehlen denn jetzt hier eigentlich noch? Hier fehlen jetzt noch drei Stück. Und ich brauche. Jetzt lege ich es erstmal ab. Ich will jetzt erstmal das Schießding da aufbauen. Das Kleine. Fangen wir mit dem Kleinen an. Da machen wir über die Folgen hinweg immer das nächstgrößere. Einfach, dass ich es ja auch gesehen habe und probiert habe. Ich mag das natürlich, so Sachen hier auszuprobieren. Ob sie sinnvoll sind oder nicht, lassen wir mal so stehen. Small Target. Jetzt pass mal auf. Leg mal dein Prügel kurz weg hier. Alterle, leg dein Prügel weg. Und dann nehmen wir das Small als erstes. Dieses hier. Muss er schon wieder aufs Klo? Er sei nicht im Essen geben, ne? Seit ich im Essen gebe, übertreibt er. Und da will ich jetzt einfach mal gucken. Das werden dann insgesamt drei Stück. Das große kommt wahrscheinlich dann so hier hin. Dann würde ich das kleine tatsächlich hier mittig setzen. Dann habe ich auch noch die Chance zu gucken, ob ich das Pro Foundation ein so ein Teil setze oder wie ich es mache. So, was brauche ich denn jetzt hier alles? Ach, da brauche ich gar keine großen Hölzer, ne? Siehst du, habe ich mal wieder Sachen gelesen, die ich gerade brauche. Das Messer habe ich dabei. Small Wooden Log, die kriegen wir gleich. Und so, doch zwei Holzbretter brauche ich. Also komm her. Dann machen wir uns mal hier zwei Holzbretter geschwind raus. Würde ich sagen, Schwadenmagen.
Seid ihr da? Ihr seid da. Also machen wir uns heute 9 mm Munition. Ist die einzige, die ich herstellen kann aktuell. Und haben wir wenigstens mal mit einer Schusswaffe ein bisschen Spaß, oder? Gehört ja auch dazu. So, mein Freund, Alter, pass mal auf, dann machen wir das jetzt so. Es ist wieder, er hat wieder 1000 Sahne. Er hätte es aber auch anders aufheben können. Aber ist jetzt auch wurscht, ne? So, und dann würde ich sagen, ich ziehe ein Brett noch rüber. Eins reicht. Lüm, 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 lüm. So, zack. Dann haue ich das jetzt mal hier dran. Und dann brauche ich nur noch dieses. Was musste denn? Musste aufs Klo jetzt? Groß, klein, dick, dünn. Lass mich gucken. Blasenvolumen. Jetzt pass auf, Alter. Du musst jetzt sowieso was auseinanderfutzeln. Dann gehen wir jetzt hier rüber. Stopp. Ja, dann machst du hier dein Geschäft jetzt erstmal. So. Herrlich, ich liebe das Spiel. Sehr cool. Und gleich mal rumgedreht und gegen die Hütte. Es ist ein absolut, also ich finde es groß genug. Mir gefällt es unheimlich. Ist halt schade, dass ich es jetzt tatsächlich in dieser Ladezone da drin habe, ne? Hast du jetzt auf dem Busch? Nee, welchen wolltest du auseinander machen? Hier, den da zerteile ich jetzt immer. Werkzeug werden wir uns wahrscheinlich auch nachbasteln müssen. Ich bin gespannt mit der Munition, aber das müsste normal klappen. Aber wir werden wahrscheinlich dann hier, wenn ich jetzt Handfeuermunition herstelle, könnte ich mir vorstellen, dass wir eher Handwaffen halt killen, ne? Aber da achten wir jetzt gleich mal ein bisschen drauf. So, den da willst du mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ich noch Plätze frei habe, wo ich den reinpacken kann. Das wiegt ein so Ding, 1,5 Kilo. Hier passt einer rein. So, die machst du wieder hoch. Die räumst du dann hier hin. Und meistens mache ich jetzt mittlerweile tatsächlich hier zumindest noch ein Seil davon, weil die brauche ich nämlich ständig. Lern. Und es gibt ja auch Crafting-Skill, ne? Hier. Und der ist, glaube ich, wichtig. Der Überlebensskill. Der harmoniert zusammen mit vielen Dingen, die man herstellen kann. Ha, es ist halt minimal, was wir kriegen. Aber guck mal, wir sind schon über bei 50.000 fast, ne? Das haben wir jetzt auch irgendwie, also. Es geht vorwärts, seit wir jetzt die Base bauen hier. So, die zwei Holzblöcke, die müssten eigentlich reichen für diesen Schießstand hier, für dieses kleine Teilchen. So, meine Lieben, da haben wir das Teil hier schon mal gebaut. Und dann würde ich einfach sagen, dass ich hier noch Holz reinhaue, Bretter reinhaue. Und dich nehme ich jetzt auch noch mit. Gleich mal gucken, ob ich da was fallen gelassen habe. Nee. So, dann hauen wir hier noch Bretter durch. Dann fehlt da auch nicht mehr viel. Wie gesagt, ich baue jetzt noch eine Foundation dran, dann ziehe ich es vor, wieder eine Plattform und dann haben wir praktisch später so eine Art, ja, so eine Art Häuserkreis. Da drüben baue ich vielleicht dann noch das Kleine hin, dass wir mal alle drei Formen auch gesehen haben im Let's Play, die es gibt, dass man sich ein Bild machen kann, ne? So, Toolbox. Ich hoffe, ich finde wieder so eine Werkzeugkiste. Die rote Werkzeugkiste, die war so super effektiv. Es hat richtig Spaß gemacht. So, pass auf, die Axt lass mal hier, die brauche ich nämlich nicht. Ich habe jetzt eins der Autos gerichtet. Dieses hier? Nee. Achso, warte mal, warte mal, warte. Ich wollte hier drüben. Wir fahren heute mit dem alten Bock. Nicht jetzt, die Galle. Erstmal ausräumen. Wir fahren heute mit unserem alten Böckes. Und da habe ich mir gedacht, kann ich ja die Axt reinlegen. Die will ich jetzt tatsächlich mal hierher ausrüsten. Ja? Hier. Und die würde ich auf den Quick Access 3 legen. Und jetzt probieren wir mal ganz kurz was aus. So. Hat die noch Munition eigentlich? Ich glaube, die war leer, gell? Dann können wir sie auch nicht benutzen, aber sie funktioniert zumindest schon mal. Dann schnappen wir uns die zwei. Unser Skill für Gewehre. Die müsste ja bei Gewehre mitlaufen normalerweise, ne? Unser Skill, Überlebensskill, der wird jetzt wahrscheinlich nicht tangiert werden, aber Gewehre ist bei 52.290. Jetzt pass auf. So. Gewehre 52.290. Das hat jetzt nichts gebracht, dass ich geschossen habe. Ich lade schon mal nach. Bisschen Muni haben wir ja. So, jetzt schieße ich mal auf den Baum, weil ich habe bei einem der Blueprints gelesen, die kleinen Schießübungsteile sind dafür da, dass man nicht mehr am Baum üben muss. Jetzt schieße ich mal auf den Baum. So. Gewehre. 52.350. Es hat tatsächlich was gebracht. Ich glaube 60 Punkte, ne? Auf den Baum zu schießen. Also du brauchst ein Ziel, das es killt. Einfach in die Luft ballern bringt nichts. Und jetzt will ich mal hier drauf rotzen. So. Boah, wie geil, guck mal, du siehst sogar die Einschussdinger. Und ich bin bei 52.350. Kriege ich vielleicht nur mit jedem zweiten? 52.350. Also da habe ich jetzt offensichtlich noch keine Skillpunkte, wenn ich gegen den Baum schieße. Ich werde natürlich Zombies schießen, ne? Ich probiere nur gerade mein Glück. 52.350. Es hat offensichtlich doch nichts gebracht, ne?
Jetzt bin ich verwirrt, stand da nicht gerade eine andere Zahl? Aber gut, ich nehme an, dass ich auf diese Art und Weise eine kleine Diskussion anregen konnte. Also für mich wäre halt wichtig, schaffe ich es mit meinen Skills, mit der, so wie ich den Alderle erstellt habe noch, dass ich alle Munition herstellen kann. Ah, guck mal, die muss er natürlich dann reparieren. Oh. Da musst du auch noch aufpassen, wenn ich draufgeschossen habe, ne? Er macht es aber zumindest, repariert das. Kostet es keine Materialien oder habe ich es nur nicht mitbekommen? So, also komm, lass uns Munition machen gehen. Wir müssen hier wahrscheinlich aber auch noch eine Tür reinhämmern irgendwann, ne? Das gehört ja dazu. Aber so nach und nach. Hier passiert ja nichts. Also, meine Lieben, pass auf. Alderle hat momentan nichts im Magen. Wir haben bei der Kalorienbilanz aber immer noch ein Plus. Ich will es aber versuchen, nicht so weit runterschießen zu lassen. Deswegen gönnen wir uns jetzt einen Pilz. Würde ich jetzt mal sagen, ein Pilz, Fisch, das Fett können wir später essen. Machen wir hier den Geschichterich, trinken einen Schluck und dann hauen wir ab. Hoffentlich kann ich ja nachher mal ein paar Zombies mit der Shotgun machen, dass ich auch mal weiß, was die überhaupt drauf haben, die Waffen, ne? So, das kleine Brettle lasse ich jetzt hier rumliegen, das kann von mir aus gammeln, ist mir jetzt egal. Der alte Bock haben wir gesagt, nehmen wir, ne? So. Ja, herrlich. So, mein Alterchen, und ich habe auch gehört und gelesen in den Kommentaren von unseren lieben Community-Mitgliedern, danke übrigens nochmal an der Stelle, dass ich mit dem Autofahren Skillpunkte bekomme, definitiv, ne? Und jetzt muss ich gerade mal was gucken, jetzt habt ihr was gesagt, ne? Ey, ich habe das die ganze Zeit falsch interpretiert. Wo war denn das? Driving. Als ich es damals vorgelesen habe, habe ich Diving gelesen. Ich dachte, das hat was mit Tauchen zu tun. Pass mal auf, da muss ich mal gucken, was so ein kleiner Ausflug an Punkte bringt, ne? Driving. Ja, da wusste ich noch gar nicht, dass Autos drin sind. Also ich schreibe mir mal kurz raus. 20%. 19, 8, 6, 2. Da können wir vielleicht nachher mal gucken, wenn wir zurück sind, was diese Fahrt jetzt gebracht hat. Und wo fahren wir hin? Wir fahren jetzt an der Industrieanlage vorbei, die weiße Strecke wieder entlang. Und dann gehen wir kurz in die Werkstatt Muni machen und dann fahren wir hoch in die City am Schneegebiet. Habe ich mir überlegt. Da werden wir wahrscheinlich dann auch morgen in der Folge noch sein und dann fahren wir wieder zurück. Ich will mich hier ein bisschen in der Nähe aufhalten, ne? Pass auf, das heißt, ich muss jetzt am Industriegebiet vorbei. Ah ja, das werden wir jetzt schon hinkriegen. Komm her. So, mein Alter, bin ich mal gespannt, wie viel Fastkills wir bekommen. La 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 na 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 na. Denkst du halt an die Robos vorne dann gleich? Oh, das Auto, hey, das zischt aber. Guck mal, wie. Du musst ja langsam machen beim Lenken. Ist er wieder ausgegangen? Ey, weißt du was? Solange wir so unterwegs sind, können wir Musik hören, oder? Ey, komm, habe ich schon wieder vergessen. Ach so, warte mal. Ihr habt gesagt, ich kann auch von innen. War das F7? Nur die 7? Ich hab's vergessen, ich muss nochmal nachgucken. Es gibt wohl eine Taste vom Auto aus, dass man Musik anmachen kann, ne? Turn Radio on. So klappt's auf jeden Fall. Ich hab's gelesen, ich lese nochmal nach. So, Alterle, zisch, mein Friend, ab übers Feld. Passt ja, ne? Da vorne kommt man dann auf den Weg. Und Autos reparieren kann man, habt ihr gesagt, ne? Das muss ich mir auch merken. Ja, du musst da oben ist die Straße. Nicht zu nah, der Roboter. Ich weiß nicht, ob der Akku zieht, wenn ich mal einen Bock hocke. Der dürfte uns aber schon sehen, oder? Ja, was bockt ihn nicht so sehr? Wo fährst du hin? Du musst noch weiter darüber. So, ne? Oh, ein Hochstand, da gehe ich natürlich hoch. Schon alleine aus dem Grund, weil da ja manchmal einfach Waffen liegen, ne? You, my friend, look like somebody who could use a bit of action. You came to the right place. Wir könnten I'm your natürlich host, jetzt hier John Dick, and welcome to auch gucken, ob ich mit der Shotgun da ein bisschen Spaß habe. Fame and fortune is by registering for one of Die liegt auf der 2, ne? Ich darf das nicht for, vergessen. Scrub, sign up and rank up. So, my friend, da gucken wir mal kurz hoch. Die Dinger kann ich ja nicht unblutet lassen, ne? Make your mama proud. Geil ist halt, dass ich Radio hören kann. Es liegt auf jeden Fall was da, aber es sieht nur nach einem Bauchbeutel aus. Auch Munition haben wir gefunden. Für was? Die habe ich momentan nicht in Benutzung. Die brauche ich nicht. Du, aber für Munition kann man ruhig mal irgendwie raus, oder? Die haben eine super Musikmischung, muss ich sagen. So, my friend. Ich hoffe, ich habe die ganzen Mats dabei, die ich brauche.
Super Lied, finde ich total gut. Oh, jetzt muss ich allerdings gucken. Ich weiß nicht mehr genau, auf welcher Höhe die Werkstatt war, ne? Dass ich vorbeifahre. Wo ist denn die Straße, sag mal? Ich muss noch weiter da hoch. Da vorne ist es, glaube ich. Das war's, ne? Entschuldigung. Ich habe kaum wird es irgendwie Herbst, Winter, kriege ich meinen ersten Hustenreizer. Ah, guck mal hier, die können wir doch jetzt mal mit der Shotgun probieren, ne? Der hat natürlich die Musik jetzt gehört. Ich fahre mal ein paar Meter weg. Hätte ich gleich den Weg fahren können. Ist der aggressiver, wenn er Musik hört? Scheint mal so ein bisschen, ne? Ist er mitgekommen? Na, hat immer aufgehört, glaube ich. Komm ja, wir machen mal die Mucke aus. So, meine Lieben. Okay, ich fahre nochmal ein Stück näher hin, sonst muss ich nachher das Auto wieder 100 Jahre suchen. Ja, irgendwie da war die Werkstatt, aber ich gehe jetzt erstmal das Dorf aufräumen. Es hilft ja auch, wenn man mit den Waffen kämpft, ne? Ich habe nur keine Ahnung. Ich probiere es jetzt erstmal ohne, dass ich ziele. Also ohne. Wow. Oh, das hat sich ja mal rentiert. Oh, das hat sich immer rentiert. Das ist ja mit einem Schuss erledigt, das Viechle. Geile Geschichte. Ah ja, logisch. Logisch. Ich habe mich immer so gefreut, dass ich sie mit 3-4 Schlägen platt kriege. Ich brauche unbedingt den Skill für die Muni. Macht ja noch mehr Laune. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob wir schon Skillpunkte gekriegt haben da dafür. Hier natürlich nicht. Ja, Gewehre ist gestiegen. Und eigentlich müsste Überleben ja auch gestiegen sein ein bisschen, oder? Ist ja auch Survival. Komm her, jetzt machen wir mal Folgendes. Was ich ja auch noch machen will, ich will so einen Kopf mitnehmen. Au, das macht noch viel mehr Laune. Das erste Mal, dass ich jetzt richtig einen töte. Die nehme ich mit, Seife ist klar. Ein meist von Jägern verwendetes Werkzeug zum Häuten und Zerlegen nehme ich mit. Mir das Schuhs, Classic Lederschuhs, die brauchen wir nicht. Fingerlose Handschuhe, Zeugs lasse ich jetzt alles liegen. Was wir aber machen können, ist ihn zerlegen. Und dann nehme ich Minimum den Kopf mit. Ey, die Shotgun. Ich liebe die schon. Ich liebe die schon, die Pump Action. Absolut cool. So, lass mich mal ganz kurz gucken. Die Haut und so, das brauche ich erstmal nicht. Der Kopf hat 5 Kilo, ne? Das ist eine Vierer-Geschichte. 5 Kilo Köpfle. In die Hose kriege ich nicht in die Arbeitshose. Aber ich kann die Waffe. Die ist zu schwer, oder was? Ah ja, das haben wir schon mal probiert, die Tage, ne? Okay, dann würde ich den Werkzeugkoffer, der passt nämlich da unten rein. Und dann würde ich da oben den gewonnenen Platz für den Kopf nutzen. Dann nehme ich nämlich das Köpfle mit. Weißt du, wir können nämlich mit dem Kopf zu Hause solche Spieße herstellen. So, meine Lieben, jetzt gehen wir erstmal in die Werkstatt. Geile Geschichte. Boah, ich darf nicht vergessen, ich muss mir fürs nächste Mal, wenn ich aufnehme, eine heiße Milch mit Honig oder irgendwas hinstellen. Irgendwas, was kurz die Schleimhäute belegt. Lam, dam, dam, da, da, dam. Da vorne ist übrigens noch einer, den mach ich jetzt auch noch platt. Das gibt ja Skillpunkte, ne? Ich hoffe, dass wir eine Kombination aus Survival und Gewehre uns hilft, hier noch die Shotgun-Munition herzustellen irgendwann. Das war die Werkstatt. Da vorne ist einer nur. Ist egal, komm, mach den platt, Alter. Flitz mal ein bisschen schneller hin. Düpp, 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 düpp. Vor allem, du lockst halt durch den Lärm gleich noch alle anderen an, die so da sind, ne? Du, mit der Shotgun, die hat eh ein bisschen Streuung, ne? Gott, wie schnell die platt sind. Aber du musst halt dann immer schön gucken, ne? Ob du die anderen angelockt hast. So. Ansonsten sehe ich hier keine. Okay, die kannst du behalten. Aber ich lege den auseinander, ne? Das bringt alles Skillpunkte. Muss man also in Zukunft ein bisschen mitmachen. Ich darf nicht so viel liegen lassen. Sehr, sehr geil. Oh, ich muss unbedingt den Munitionskill bekommen. Da hätte ich so Bock drauf. So, mein Freund. Hast du aufgeräumt hier. Bin ja stolz auf dich.
Da vorne steht doch noch einer, oder? Ist der jetzt aus dem Bär? Aus welchem Loch ist denn der rausgekrabbelt, ey? Komm her, mal Mauglerblatt. Dann können wir da am Feld auch noch ein bisschen Mais holen, wenn wir wollen. Zieh dir das rein, wie cool das jetzt ist. Muss halt immer hörchen, ob noch jemand findet, ne? Gummi nehme ich mit. Boah! Bin ich erschrocken! Steh auf, Alter! Oh, bin ich erschrocken! Vor allem, ich sag doch gerade, musst halt immer mal gucken, ne, ob einer ist. Ich erschreck da so sehr. Jetzt bin ich aber gespannt, hier, ob nochmal einer rausgeschnallt kommt. Über welche Distanz die das hören, ist auch interessant, ne? Und dann hockt er sich immer gleich hin. So. Oh, Bolzen. Trainingsjacke, fingerlose Dingsbums, brauchen wir alles nicht. So, ich glaube, jetzt haben wir wirklich sauber. Jetzt guckt man natürlich nochmal nach unserem Skill. Scharfschütze, 24 Tarnung, Überleben. Tatsächlich Überleben wächst ein bisschen durchs Ausziehen wahrscheinlich und so. Gewehre ist jetzt bei 60% schon. Oh, das geht aber ruckzuck, oder? Und bei einem Autoskill habe ich nur aufgeschrieben, schade. So, ich eier hier rum, es tut mir leid, Leute. Ich muss natürlich rumprobieren noch, ne? Wir wollten doch Munition herstellen. Ich hoffe, ich habe alles dabei. So, pack die mal weg. Ich nehme an, ich kann an jeder solcher Maschine das herstellen, oder? Wir gucken mal, ob ich jetzt wirklich alles dabei habe. Jetzt, die hier wollte ich herstellen. Drill Press. Drill Press. Das passt. Ich habe auch eine Toolbox dabei. Bleiplatte, Schießpulver, Metallschrott und diese improvisierte Toolbox. Improvisierte Toolbox. Ich müsste alles dabei haben eigentlich. Ich guck nochmal. Irgendwas fehlt ihm aber noch, ne? Kann es sein, dass ich eine vollständige Toolbox brauche? Weil Anzahl steht keine drüber. Es kann natürlich sein, dass ich da zu wenig habe. Die ist ja im Wirkbereich. Ach, ich kann die einfach durchschalten. Eine Bleiblatte. Metallschrott. Schießpulver. Okay, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander schon wieder. Weil ich es jetzt halt einfach nicht sicher weiß, an was das liegt, ne? Diese Munition. Was haben wir jetzt hier für Maschine? Wir haben jetzt hier so Drill Press. Heißen die alle gleich? Das ist aber was anderes hier, ne? Ja, das ist was anderes. Ey Leute, was habe ich jetzt übersehen? Ich habe drei Metallplatten, ich habe Metallschrott dabei, ich habe eigentlich alles da. Das Einzige, was nicht mehr vollwertig ist, ist dieses Kistle hier. Vielleicht muss ich das komplett herstellen nochmal. Also, was brauche ich denn für die Toolbox? Kriege ich das zusammengeschraubt hier, das gute Stück? Ich brauche Nägel, Bolzen, zwei Bretter. Die kriegen wir doch draußen geschwind geholt. Komm her. Ich muss nur nochmal meine Axt holen. Zwei Bretter. Ich nehme an, dass es daran liegt. Was anderes wüsste ich jetzt nicht. Mir fällt nichts ein. Ne? Das nehme ich schon mal mit. Zwei Bretter. Mal gespannt, ob ich es hinkriege. Er hockt sich halt immer rein, weil ich da nicht drüber nachdenke. Ich mache halt immer, ne? So, pass mal auf. Hau mal den Hammer kurz weg. Die Axt hin. Der nächstgelegene Baum für zwei Bretter. Ja, die Toolbox kann ich ja vor Ort herstellen, ne? Ich brauche nur einen Baum. Ich will jetzt bloß nicht noch mehr Zombies anlocken gerade. Ja, dann hau ich den Großen hier schön runter. Komm her. So. Weil sonst war ja alles angezeigt, ne? Und es ist nicht ausgegraut. Also ich nehme an, dass es dann wirklich daran liegt, dass ich jetzt noch so eine Toolbox brauche. Ich hoffe, ich habe noch genug Platz. Wenn nicht, nehme ich es in die Hand. So, dann mache ich hier einmal Bretter. Ne? Oder brauche ich mehr Metallblatt? Aber ich habe ja genug. Schießpulverhammer, wir haben alles da. Es muss dann in der Toolbox liegen. So, für die Toolbox brauche ich jetzt Metal Pipe. Seit wann denn das? Ach ja, und den Sledgehammer. Den habe ich aber gerade ins Auto gepackt, ne? Also super. Dann wissen wir aber Bescheid. Das heißt, ich muss jetzt tatsächlich zwei Bretter mitnehmen. So. Das kriege ich jetzt hin.
Zwei Bretter nehme ich mit und dann muss ich jetzt noch mal ganz kurz den Hammer. Ich dachte gerade, seit wann. Ich habe doch schon mal so eine Toolbox gebaut, aber da habe ich ja meinen Hammer immer ausgerüstet gehabt, ne? Kurzer Moment, manchmal erwische ich es nicht. Es ist das erste Mal, dass ich jetzt Munition mache. Ich nehme an, wenn wir jetzt heute durch sind, dann werden wir wissen, wie es funzt. So, pass auf, die Axt kannst du wieder rein. Da Hämmerle kannst du her. Und jetzt sollte es normalerweise auch drin sein, die Box zu bauen. Und dann habe ich wirklich alles im Überfluss. Für 9mm Patronen, ne? So. Alles klar. Ich weiß nicht, ob ich genug Platz dafür habe. Ich nehme es jetzt mal in die Hand und laufe mit dem Ding nochmal rein. Ich werde mir doch jetzt ein bisschen Muni herstellen können, oder? Langsam. Werkzeug haben wir gesagt, war egal. Jetzt leg die einfach mal hier so neben dich hin. So, jetzt gehen wir nochmal rein. Hand weg. Hier, jetzt funktioniert's. Dann hat es an dieser Toolbox gelegen. Geht jetzt auch nicht. Wieso geht's jetzt nicht? Braucht das Ding Strom? Ich drehe so durch. Wahrscheinlich, oder? Ich habe jetzt noch mal ein bisschen rumprobiert, deswegen der kleine Schritt hat ein bisschen gedauert jetzt. Offensichtlich funktioniert es, wenn ich so mache, aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich hier drauf gehe, hier unten in der Umgebung, habe ich die jetzt momentan rot ausgewählt. Achtung, er klickt. Wenn ich jetzt die Toolbox dazu nehme, dann stellt er mir Munition her. Ist das normal? Das kommt mir so vor, als wäre das nicht richtig, aber es funktioniert. Es funktioniert, meine erste Muni, guck dir das an. Die kann ich jetzt auch zusammenführen hier noch. Also es funktioniert auf jeden Fall. Wir sind am Munition herstellen. Da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet, ne? Kann das sein, dass ich vielleicht hätte... Naja, hat es ja in der Umgebung drin. Mich wundert es, dass es dann tatsächlich nochmal anwählen muss, ne? Gut, jetzt haben wir wahrscheinlich nicht genug Material mehr. Aber das reicht ja auch zum Rumprobieren. Was jetzt noch gefehlt hätte, wäre Metallschrott. Lass uns nochmal ganz kurz draußen rumsausen. Vielleicht finde ich noch was. Es klappt auf jeden Fall, ne? Ich musste jetzt nur ein bisschen rumprobieren. Sehr geil. Also Munition herstellen geht. Ich habe nur so ein bisschen die Befürchtung, dass ich durch die Charaktergestaltung mir vielleicht das... Aber ich hatte doch, glaube ich, den Gewehrskill. Ich muss nachgucken tatsächlich. Also da gerne Hinweise aus eurer Erfahrung. Das hilft auch jedem anderen, der die Kommis liest. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten können wir uns zumindest schon mal die Sachen jetzt herstellen. Weizenmehl. Zieh's dir rein. Ich habe jetzt gedacht, ich verzweifle. Ich dachte, die braucht Strom oder irgendwas, ne, die Maschine. Immerhin, das hat jetzt hinkauen. Wir haben es geschafft. Wir haben unsere erste Munition gemacht. Gut, hier wirst du wahrscheinlich jetzt das nicht finden, was du suchst, was du da gerade machst. Ein bisschen Metallschrott wäre natürlich eine Geschichte gewesen. Jeanshösle brauche ich keine. Da ist auch nichts. Die sind auch nicht lootbar heute. Und die da? Da ist nichts drin. Hier auch nicht. Hier nochmal reingeschaut. Ist auch nichts drin. Ja, okay, ist halb so schlimm. Hey Leute, immerhin, wir haben uns die ersten 20 Schuss gemacht für die kleine Handgun. Geile Geschichte, freue ich mich schon drauf. Scheiße, dass ich die Maschine mit heimnehmen kann in my Base. Das wäre eine Geschichte gewesen. Ja gut, ich habe jetzt natürlich die Materialien nicht, um hier weiterzumachen. Was haben wir hier? Oh, jetzt wollte ich gerade sagen, Toolbox gefunden ist nicht so. Das ist meine. So, hier nochmal kurz reinglinst. Alles gut. Hier und hier. Eine Tomate. Au, haut's mich um mit Tomate, Alter. Sehr geil. Gut, dann sammle ich jetzt das Zeug wieder ein. Wir haben auf jeden Fall heute geschafft, Munition zu machen. Dann lasst uns morgen hintenrum die Fahrt zu Ende bringen, von der ich erzählt habe. Damit wir da wissen, ob das auch hinhaut, ob das funktioniert hat. Die erste 20, ne? Das kann ich normalerweise. Ich brauche einen Platz hier für die Maschinen. Die nehme ich nämlich wieder mit ins Auto. Sonst habe ich jetzt alles ausgeräumt. Dann bringe ich die Tool... Ah, musste die Toolbox also mit anklicken. Das wusste ich nicht. Verwundert mich jetzt doch leicht. Also, da werden wir natürlich das nächste Mal, wenn wir so einen Ausflug machen, mehr Material mitnehmen. Ne? Pass auf, die Toolbox haue ich jetzt mal hier rein. Ansonsten den ersten Loot, den ich gefunden habe. Ja, ich habe sehr viel Schießpulver mit. Kann aber auch sein, dass die Toolbox schon wieder durch war. 10 von 30. War das nicht vorhin schon mal das Problem? Kann man die auch zusammenlegen? Muss ich mal ganz kurz gucken. Aber ich glaube nicht. Nee. Also dann hätte ich die jetzt aber beide wahrscheinlich verbrauchen können noch. Du, aber man lernt ja mit jedem Ding, ne? So, meine Lieben, dann mache ich an der Stelle aus. Es geht morgen weiter. Was hat denn der Alterle jetzt für ein Problem mit seinem Leben? Hat mich der Zombie vorhin erwischt? Ich habe es nicht mitgekriegt, ne?
So schnell kann man durcheinander kommen. Zum Glück habe ich gerade gesehen, dass die Farben im Spiel fehlen. Boah, bin ich erschrocken jetzt gerade. Behandelt. Da ist die ganze Zeit das Leben runtergetickt. Alles klar, wir sehen uns morgen hier wieder. Einmal Munition gemacht. Jetzt, wie gesagt, bleibt natürlich für mich erstmal ganz strange noch, wenn ich meinen Gewehrskill jetzt hier hochbaue, in Kombination mit dem Überlebensskill, ob das ausreicht, um irgendwann Gewehrmunition herstellen zu können. Gott, ist das jetzt farblos, dein Leben, Diggerle. Erhol dich mal ein bisschen. Erhol dich mal ein bisschen, mein Freund. Ich setze den mal jetzt ganz kurz hier hin, ne? So. Ist ja gerade nicht viel los hier. So, meine Lieben, dann sehen wir uns morgen wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dann.